ich meine, Sie kennen das alle, meine Damen und Herren. Man steht gut gelaunt auf einer Party und erzählt einen Witz. Man arbeitet sich bis zur Pointe vor und dann, zack, ist er weg. Einfach vergessen. Was ist die Folge? Peinliches Schweigen. Sie suchen das Weite, ertränken über Marge mit viel Alkohol, benehmen sich daneben und werden beim nächsten Mal nicht wieder eingeladen. Die Pointe aber fällt Ihnen noch in derselben Nacht wieder ein. Zu spät. Doch hier ist ein Mann, der Abhilfe verspricht. Begrüßen mit mir Herrn Ottmar Zittler. Hallo. Herzlich willkommen. Herr Zittler, ich freue mich, dass Sie da sind, denn Sie sind ein Fachmann auf dem Gebiet des erzählten Witzes. Jo. Es ist so, ich konnte schon immer gut einen Witz erzählen. Ne? Da heißt es dann immer, Ottmar, erzähl doch mal einen Witz. Ne? Und dann habe ich wie aus der Pistole geschossen einen Witz erzählt. Ja, Herr Zittler, dann sind Sie also eine richtige Stimmungskanone, die einen Witz nach dem anderen erzählt. Jo, nein. Nein, nicht einen nach dem anderen. Die Leute sagen ja immer schon nach dem ersten Witz, ist gut, Ottmar. Das ja. Ist ganz interessant. Weil, es hat sich ja so, weil wozu alle anderen einen ganzen Abend brauchen, das schaffe ich schon mit einem Witz. Da bin ich sehr stolz drauf. Und alle sind zufrieden. Zufrieden? Ja, verstehe, Herr Zittler. Aber sprechen wir doch über Ihre Methode, einer missratenen Pointe vorzubeugen. Jo. Jo, weil, wenn man einmal einen Witz angefangen hat, ja, ne, dann muss man den auch zu Ende. Natürlich. Erzählen. Weil der Witz kommt ja auch immer erst am Ende. Ist klar. Ne? Das ist klar. Und deshalb habe ich mir ja gedacht, warum erzählt man nicht einfach nur das Ende vom Witz? Also, ich meine, Herr Zittler, schön und gut Ihre Theorie, aber da müssen Sie uns doch jetzt ein Beispiel geben. Jo, das stimmt. Ja, natürlich stimmt das. Also bitte. Ne, das war der Witz. Jo, das stimmt. Na, Sie sehen, Herr Zittler. Herr Zittler, bei aller Liebe, aber Sie sehen, die Lacher halten sich in Grenzen. So versteht doch keiner, worum es geht. Ihre Methode hat eindeutig Schwächen, Herr Zittler. Naja, aber ein paar haben es ja doch verstanden vielleicht. Bei mir zu Hause ist es ja so, es kennt ja jeder, was vorher kommt. Ne? Wenn ich zu Hause sage, jo, das stimmt, dann sagen alle, ist gut, Ottmar. Ja, ja, das ist ja wirklich, mag ich zustimmen, für Ihr Zuhause, Herr Zittler, aber das ist doch nun hier etwas ganz anderes. Oh, soll ich schon mit Jans erzählen? Ja, bitte, wir sind alle sehr gespannt, Herr Zittler. Oh. Jo. Ja. Jo, also, zwei Männer treffen sich im Himmel. Ja. So. Da sagt der eine, oh, wie bist du denn gestorben? Sagt er, oh, ich bin vor Kälte erfroren. Und wie bist du gestorben? Sagt der erste wieder, jo, ich bin vor Freude gestorben. Sagt er, was ist das denn hier, vor Freude sterben? Wie geht das denn? Sagt er, ja, es war so. Ich hatte seit langem den Verdacht, dass meine Frau ein Verhältnis mit einem Liebhaber hat. Da bin ich schon mal früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Ja. Und hab meine Frau vorgefunden und hab nach dem Liebhaber gesucht. Ich hab im Schrank nachgeguckt, war er nicht. Ich hab im Schlafzimmer nachgeguckt, war er nicht. Ich hab in der Küche nachgeguckt, war er nicht. Ich hab im Arbeitszimmer nachgeguckt, war er nicht. Ich hab in der Waschmaschine nachgeguckt. War er nicht.
Ich habe im Nee, im Kühlschrank hat er nicht nachgeguckt. Also, ich habe auf dem Balkon nachgeguckt, machen wir es so. Ne? Ich habe auf dem Balkon, da war er nicht. Ne? Und weil kein Liebhaber da war, bin ich vor Freude gestorben. So. Oh, sagt da der andere Mann wieder. Hättest du mal im Kühlschrank nachgeguckt, wären wir beide noch am Leben. Ja gut, Herr Zittler, das ist ja in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Das mag zwar ein schöner Witz sein, den man mal in einer Partygesellschaft erzählen kann, aber das, was Sie hier behauptet haben, Herr Zittlau, das stimmt nicht. Denn dieser Witz hat einen ganz anderen Schluss als der Schluss, den Sie eben hier propagiert haben. Warum? Der ist ja auch noch nicht zu Ende. Ne? Dann sagt der andere Mann, jo, das stimmt. Und da muss man lachen drüber. Toll, Herr Zittlau, toll, toll. Das ist doch lustig. Und Herr Zittlau, ich habe auch noch ein Witzende für Sie. Witzende. Ottmar Zittlau. Ich bin das Ende von einem Witz? Ja. Wie geht der dann? Bei wem hat der Herrgott gespart, als er das Hirn verteilte? Der ist so. Dankeschön. Tschö, Ottmar Zittlau. Schön, dass Sie da waren.